Hallo, herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Ich bin gerade am Strand von Kumköy. Wir haben heute wieder einen ganz, ganz herrlichen Tag. Wir merken, dass hier allmählich auch die Tage länger werden und dass auch bald der Sommer da ist. Wir haben heute den ersten Tag vom Fastmonat, auch von Ramadan. Heute haben halt viele auch angefangen zu fasten hier vor Ort. Aber wie gesagt, jetzt geht auch um 18:58 Uhr die Sonne unter und dann darf man auch wieder hier essen und trinken. Man darf ja von Sonnenaufgang bis zum Untergang hier bei uns zurzeit normalerweise nicht was essen und trinken für die Muslime. Aber hier vor Ort fastet so gut wie keiner. Von daher haben wir eigentlich einen ganz, ganz normalen Tag hier. Aber einige halten sich halt dran, ne? Weil ich habe auch viele Message bekommen bezüglich zu dem Monat Ramadan wegen dem ersten Tag. Also das geht jetzt hier 30 Tage, aber der Strand, der Pool und die Umgebung ist alles genau wie man es kennt, auch wenn man hier den Fastmonat in der Türkei hat. Und dann schauen wir uns mal heute hier zum Sonnenuntergang einen Teil hier vom Strand von Kumköy an. Es ist wie gesagt ein ganz, ganz herrlicher Tag und das werde ich euch jetzt zeigen. Ich kann einmal die Kamera drehen. Und da sieht man schon hinter uns gleich das Defne-Garn Hotel. Links das Caesars Hotel. Die wahrscheinlich bei den ersten Hotels hier in Kumköy. Das merkt man auch hier an der Straße, dass der ein bisschen älter ist, wenn man in Richtung Ortsmitte geht. Und dann sind wir hier auch schon gleich am Strand. Hier ist der Strandabschnitt vom Stella Elite Resort und Spa Hotel. Und an alle, die jetzt demnächst kommen sollten, es ist ein sehr, sehr gutes Wetter angezeigt. Das Wetter wird im Durchschnitt 20 Grad haben, die nächsten 10 Tage. Einmal zeigt es leicht bewölkt, einmal zeigt es Regen an, aber das kann sich natürlich aktualisieren. Also gehen wir mal von gutem Wetter aus, hier die nächsten 10 Tage. Gesagt, was dort jetzt Regen und Wolken anzeigt, 2 Tage, kann sich sehr schnell wieder aktualisieren. Dann sind wir hier beim Defnegan Hotel. Wir waren ja die Tage bei der Promenade oder auf der Promenade von Side, bei dem Defne Star Hotel, beim Defne Anon und Defne Defnen. Da hat man gesehen, dass alles vorbereitet wurde. Das Defne Star hat ja schon auf. Hier das Defne Garden hat hier am Strand noch nicht viel Vorbereitung. Wir gehen mal in die Richtung, in Richtung Side. Das ist hier der Blick in Richtung offenes Meer. Hier gibt es keine Steine, Felsen oder Platten. Das ist der Blick in Richtung Evrensaki. Und da sieht man, dass wir auch einen ganz, ganz tollen Sonnenuntergang wieder haben. Und an dem Bereich sieht man noch nicht viel. Vorbereitungen am Strand. In den Hotels drinnen wird sicherlich schon vieles vorbereitet. Aber der Strand ist ja hier sehr, sehr schnell vorbereitet. Da vorne sieht man auch schon die erste Yacht im Wasser. Schaut mal. Da sieht man die erste Yacht am Strand von Kumköy. Aber das hat auch natürlich damit zu tun, weil kaum Sturm oder sowas angezeigt ist für die nächste Zeit. Wir haben also tolles Wetter. Und ab nächster Woche wird es auf einmal richtig voll hier vor Ort. Ich habe heute auch
mit dem Paloma Ocean Resort Hotel gesprochen gehabt und die meinten auch, dass ab nächster Woche das Hotel sehr voll wird, weil ja auch in einigen Bundesländern die Ferien losgehen. Und nächste Woche sieht es hier logischerweise dann auch ganz anders aus. Je mehr Menschen, desto voller ist doch der Strand. Aber hier haben wir die Hotels zu. Das Caesars, das Stella Elite Resort, das Dream Water World, das Daphne Garden. Daher ist es hier in dem Bereich auch nicht so voll. Hier nochmal der Blick in Richtung Daphne Garden. Ab dem Paloma Ocean Resort Hotel hat ja das Sunis Kumke Beach auch aufgemacht gehabt. Anfang März. Das Villa City Residenz hat auf. Das Kumke Seha da. Das Oleander. Das Dream World Hill. Und da sieht man, dass dort in dem Bereich Menschen sind. Also da, wo ein Hotel auf hat oder mehrere, sieht man, dass da Leute sind am Strand. Und da sieht man ein bisschen vom Paloma Ocean Resort Hotel. Und da sieht man, wie gesagt, da vorne einige Menschen am Strand. Und da auch einige Hotels aufhaben. Nun sind wir hier beim Paloma Ocean Resort Hotel, beim Strand. Hier sieht man auch schon, dass die Liegen zugenommen haben. Noch ein paar Leute am Strand, die hier den Sonnenuntergang genießen. Das Meer ist aber sehr flach. Hallo, wir schauen die beiden Frauen, die kennen mich sicherlich. Was für eine herrliche Abendstimmung, es ist schon sehr angenehm, hier gerade zu spazieren. Am Strand von Kumkö.
Ja, und die nächsten 10 Tage wird sich hier, wie gesagt, nicht viel ändern. Nur, dass es ab nächster Woche voller wird vor Ort. Dann sind wir jetzt vor dem Sunis Kumkrivich Resort Hotel. Hier ist das Silukum Hotel. Aber das hat ja zu. Das Kumkrivich Resort Hotel. Das größte Hotel hier in Kumkrivich. Das hat ja auf. Schaut mal, jetzt sind wir hier bei den Hotels, die aufhaben. Und da sieht man schon, dass hier einige Menschen sind. Und da sieht man auch, dass der Wassersportstand auch sich vorbereitet. Da sieht man schon einen Jetski hier vorne gleich. Und ein Schlauchboot. Und da vorne die Yacht. Hier sind mal Menschen, die den Sonnenuntergang fotografieren, Bilder machen. Da sieht man den Fotograf vom Villa Sido Hotel vor dem Steg. Das ist da auch dort Sonnenuntergangsbilder macht. Hallo. Ja. Freut mich. Und alles gut? Alles klar. Okay. Viel Spaß. Ciao. Da sieht man auch jemanden, der mich kennt. Oder die mich kennt. Hier vor dem Villa ist hier der Residence Hotel. Da sind wir gleich beim Kumkö Seherstar. Ich kann mir vorstellen, dass es tagsüber hier sehr voll ist. Am Strand. Jetzt ist ja bald Abendbrot. Da sind viele schon beim Essen. In einigen Hotels hat ja schon sicherlich auch das Abendbrot angefangen. Um 18.30 Uhr. Wir haben 18.45 Uhr Ortszeit. Also zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr gibt es Abendbrot. Das ist unterschiedlich. Und wie gesagt, wir haben heute den ersten Tag vom Fastenmonat Ramadan. Aber das heißt nicht, dass es hier nichts zu essen und trinken gibt für die Urlauber, die fasten, die Muslime. Die essen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts. Und jetzt die nächsten 13 Minuten, wenn dann Sonnenuntergang ist offiziell, dann darf man wieder was essen. Also das Leben geht hier ganz normal weiter. Bei uns in Sidi
Kumkel und Umgebung. Ja, und vergisst nicht, das Video zu teilen und wie gesagt hier auch den Leuten zu zeigen, wie es hier aktuell ausschaut zum Sonnenuntergang in Kumkyö. Und da haben wir das Oleander Hotel. Was auch gut besucht ist. Sowohl im Sommer als auch im Winter, im Frühjahr oder auch im Herbst. Ein paar Hotels vor Ort, die immer sehr gut besucht sind. Ob im Sommer oder im Winter. Und das hier in Kumkyö, das Oleander, immer sehr gut besucht. In Evrensaki das Island Kings Palace Hotel. Oder in Siwe das Siwe Quality Hotel. Das sind so die vollsten Hotels. Auch zur Winterzeit, was mir auffällt. Und jetzt sind wir gleich bei der Siedlung, wo ich wohne. Und dann kommt dort lange nichts bis zum Fear Beach. Das heißt, wir können hier eigentlich wieder umdrehen. Und bald sehen wir auch den Sonnenuntergang. Schaut mal, was für ein toller Anblick. Wenn wir jetzt zurückgehen, was für ein tolles Panorama. Und gleich ist die Sonne ein bisschen hinter den Bergen. Und dann geht's los. Und die Sonne ist schneller unten, als man denken kann, sobald die hinter dem Berg ist. Ja, jetzt geht's wirklich sehr schnell. Schaut mal. Jetzt geht es doch ganz schnell. Also man hier einige Menschen, die sich den Sonnenuntergang noch mitnehmen. Und auch tolle Bilder machen. Und gleich ist die Sonne weg. Gleich ist sie hinter den Bergen. Und wer jetzt die nächste Zeit kommen sollte, wird
immer so einen schönen Sonnenuntergang haben. Wie gesagt, 2 Tage Zeit ist bewölkt, den einen Tag ein bisschen Regen an. Aber das kann sich immer wieder aktualisieren. Und dann ist gleich die Sonne untergegangen. Jetzt ist sie weg. Jetzt haben wir wieder live den Sonnenuntergang miterlebt hier in Kumkül am Strand. Wir sind hier vor dem Kumkyu Star. Und sobald die Sonne untergegangen ist, wird es auch logischerweise immer frischer. Also für den Abend braucht man schon noch eine Jacke. Wenn es so weit ist, dass man keine Jacke mehr braucht, zeige ich es euch hier natürlich Bescheid. Und das immer den Fotografen. Die Leute machen auch ein Wasserbilder. Ich gucke jeden Tag dein Video. Echt? Das freut mich ja. Ja, an dem, da war hinten Sturm, ne? Ja. Da sind wir gerade weg und 10 und 20 nach 5 hast du Video gemacht. Echt? Hinten, wo der Sturm war. Ja, ich weiß. Beim Seehotel. Echt? Sag mal, hallo Deutschland. Hallo. Okay. Hallo. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Es ist ganz toll hier. Okay, die nette Frau wünscht einen schönen Abend. Das ist toll hier, ne? Danke. Wir sind in Villa Siede. Okay. Ciao. Ciao. Viel Spaß. Ciao. Wir haben auch jemanden getroffen, die unsere Videos schauen. Von Villa Siede. Zum Fotografieren sind. Jetzt schaut mal, was für ein tolles Abendbrot. Es wird jetzt rötlich, das Abendrot. Hier in Kumkyl. Und so ein paar Menschen trifft man schon. Wenn man 10 Leute am Strand trifft, kennt mich auch schon die Hälfte der Menschen. Das heißt, viele Leute schauen halt auch immer die Videos. Und hier ist eine große Qualle. Ich freue mich halt auch immer, dass ihr dabei seid und dass es euch auch gefällt. Euch das. Wie gesagt, anschaut.
ein Paloma-Hotel wird, glaube ich, gerade gestrichen, dass es da abgesperrt ist. Dass das auch alles wieder neu ausschaut. Es ist aber wirklich sehr herrlich, hier spazieren zu gehen, gerade zur Abendstimmung. Also ich kann es Ihnen empfehlen, wer jetzt hier vor Ort sein sollte. Hier mal spazieren zu gehen. Der Sand ist auch schön hart. Ja, das mache Das ich, habe ich genau. nämlich angeguckt zu Hause. Ja? Ja, also ich glaube, Sie waren das. Genau, das bin ich, ja. Wir Und da sind auch gerade live. habe ich mich schon gefreut, dass es hier schon so schön ist. Ja, ist ja schön. Sind Sie öfter hier zu dieser Nein, das Jahreszeit? erste Mal. Das erste Mal? Ja. In der Türkei oder jetzt zu dieser Nee, jetzt zu Jahreszeit? dieser Jahreszeit. Ach so, und gefällt es Ihnen? Ja, gefällt mir. Können Sie das weiterempfehlen? Muss man machen. Was ist das? Mikrofon. Ich kann mal erzählen, wie es Ihnen hier gefällt zu der Zeit. Sie wollen mich jetzt aufnehmen? Ja, können wir sprechen. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass es in dieser Jahreszeit schon so schön ist hier. Es ist warm, die Sonne scheint, das Meer rauscht. Tolles Essen. Also wir sind schwer beeindruckt. Positiv. Geht hier schon ins Wasser? Wir sind heute erst gekommen. Ach, heute erst gekommen? So. Ja. Aber morgen werden wir drin sein. Wenn das genau. 18 Grad sind, dann kann man schon schwimmen gehen. Ja, das Wasser hat 21 Grad. Wunderbar, dann sind wir morgen auch drin. Okay. Ja, ganz genau. Schön. Okay. Dann danke für die Information. Ne? Und weiter Toll. Videos schauen. Ja, Na, natürlich. Und ich wünsche einen schönen Urlaub. Genau. Und man sieht sich. Ja. Ich bin auch hier in Kumkel. Prima. Ne? Und Super. Aber Sie wohnen hier, gell? Ja, ich wohne auch hier. Wir genau. wollen im Winter hier überwintern. Ja. Da können wir noch mal... Okay, gerne. Na, auf Wiedersehen, ne? Ciao, ciao. Da haben wir auch wieder zwei getroffen, die mich kennen und auch ihre Videos geschaut haben, bevor man hergekommen sind. Also sollte mal jemand hier am Strand sein oder in der Ortschaft oder auf dem Basar oder so, wer mich auch kennen sollte, kann auch gerne mal in die Kamera sprechen und auch erzählen, was hier einem gefällt und wie es so vor Ort ist zu dieser Jahreszeit. Dann könnt ihr gerne mal mitsprechen. Ne? Keine Angst vor der Kamera, die beißt nicht. Wenn ich auch an meine ersten Videos zurückdenke, da wusste ich auch immer nicht, was ich sagen soll. Und mittlerweile geht das alles automatisch. Und jetzt wird es auch allmählich dunkler. Jetzt sind wir hier wieder beim Green Water World Strandabschnitt bei der Cooper Beach. Das ist nochmal der Blick in Richtung Side. Blick in Richtung offenes Meer.
trotzdem noch wieder, beim Defnagaren Hotel. Wann das genau aufmacht, weiß ich nicht. Aber wir sind ja öfter mal hier am Strand, ob zum Sonnenuntergang, ob tagsüber, ob bei Sturm. Und da werden wir schon mitbekommen, wenn es aufmacht. Das ist der Blick in Richtung Evrensaki. Wie gesagt, das Meer ist heute sehr flach. Das hat aber mit dem Mond zu tun. Und dann sind wir wieder beim Stella Elite Resort und Spa Hotel Strandabschnitt. Und von hier aus hat auch unser Video heute angefangen. Und hier wird es auch dann wieder enden. Das Hotel hat auch noch zu. Aber wie gesagt, im April sind dann alle Hotels hier auf. Von hier aus geht es dann wieder ganz bis in die Ortsmitte. Und hier steht dann wieder mein Auto. Ich möchte mich dann für heute verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.